Mein Name ist Hardy Krüger Junior. Man kennt mich als Schauspieler. Im vergangenen Jahr bin ich 50 Jahre alt geworden und frage mich, ob das berufsbedingt ist oder ob es allen so geht. Ich fühle mich noch gar nicht so. Heute müssen nicht nur Schauspieler sich ständig neu erfinden und deshalb werden wir vielleicht alle nicht mehr so normal erwachsen wie früher noch. Ich bin viel unterwegs, aber spätestens, wenn ich wieder bei mir zu Hause bin in Berlin, bin ich ein ganz normaler Familienvater. Ich kaufe ein und als gelernter Koch liebe ich es, für meine Familie zu kochen. Na, was hast du denn heute Schönes? Nichts festigt eine Familie mehr als ein gemeinsames Essen. Meine Familie ist mir, und da bin ich ganz altmodisch, so richtig heilig. Tja, und dann gibt es noch die Welt da draußen. Wir haben Land- und Forstwirtschaft, vor allem durch die Vernichtung. Und die macht mir allmählich etwas Angst. Das Gleichgewicht der Erde ist gestört. News Harvey provoking an unfolding disaster. Bericht der Vereinten Nationen warnt vor einem massiven Artensterben. Pestizide stehen unter schwerem Beschuss durch Umwelt- und Konsumentenschützer und immer öfter auch durch die Politik. Was ist nur los mit unserer Landwirtschaft? Warum setzen Sie das Weltklima aufs Spiel, die Artenvielfalt? Und am Ende verhungert trotzdem der halbe Planet. Was können wir hier denn überhaupt noch mit gutem Gewissen essen? Ich will diesen Fragen jetzt endlich mal auf den Grund gehen. Das Land Grabental in Mecklenburg-Vorpommern. Hier zwischen Neubrandenburg und Usedom gibt es fruchtbare Böden, gut für Winterweizen, Winterraps, Wintergerste, auch Zuckerrüben und Mais. In Zinzow treffe ich Marco Gemballa. 580 Hektar Ackerland bewirtschaftet er. Einer der größten Landwirte der Region. Trotz der Ausmaße seines Hofes sieht die Gegend idyllisch aus. Klein strukturiert, nennt es der Landwirt. Seine Eltern züchteten Schweine. Er bevorzugt Ackerbau. Für den Weltmarkt erfahre ich von ihm. Mir ist es letztendlich egal, was ich auf meiner Fläche erwirtschafte. Für mich ist wichtig, dass ich das Einkommen erzielen kann, das notwendig ist, um den Betrieb in seiner Existenz zu sichern und meine Familie davon zu ernähren. Klingt, als wäre Gemballa dem Lockruf des großen Geldes erlegen, auch wenn er irgendwie nicht so aussieht. Und je länger wir reden, desto weniger bleibt übrig von meinem Vorurteil. Seine Landwirtschaft ist ein stetiges Ringen mit sich verändernden Rahmenbedingungen, sagt er. Die Größe seines Betriebes ein Versuch, sich einen Vorteil zu verschaffen gegen eine häufig ziemlich gnadenlose Natur. Hier, man sieht ja alles ziemlich trocken aus. Ihr habt ja, du hast ja gesagt, dass ihr früher geerntet habt eigentlich, ne? Ja, wir sind dieses Jahr im Verhältnis zu einem normalen Jahr in etwa 14 Tage früher. Und das liegt einfach daran, dass wir in diesem Frühjahr in den Monaten April, Mai, Juni deutlich zu wenig Niederschläge hatten. Mhm. Und insbesondere im Juni und im Juli viel zu hohe Temperaturen. Ja. Wir hatten Durchschnittstemperaturen, die über 4 Grad höher waren als im Normalen. Und das hat eben dazu geführt, dass wenn man hier mal einfach sieht, bei Ähren sich abmacht, die Ähren sind erstmal relativ klein, 1, 2, 3, 4, 5, 8 Etagen. Da müssten normalerweise 10 Etagen dran sein. Und in jeder Etage sitzen dann die Körner natürlich drin. Und wenn ich mir dann mal hier diese Körner ansehe, die sind eben sehr klein. Mhm. Ne? Und diese Schmachtkörner sind so klein, dass sie keinen vernünftigen Mehlkörper haben. Man sieht das hier zum Beispiel ganz gut an diesem Korn. Und wenn ich keinen vernünftigen Mehlkörper habe, dann kann ich daraus kein vernünftiges Brot herstellen, kein vernünftiges Mehl. Und sie sind natürlich aufgrund des nicht vorhandenen Mehlkörpers, wo ja Energie und Eiweiß drin sitzt, für die tierische Ernährung auch nur bedingt geeignet. Und, also da hast du weniger Nährstoffe drin. Richtig, ne? Also weniger Energiegehalt, weniger Eiweiß. Was machst du denn damit? Ja, letztendlich für einen geringen Preis dann verkaufen mit entsprechenden Preisabschlägen, dann bekomme ich eben für solch einen Weizen nicht 170 oder 180 Euro die Tonne, sondern nur 150. Und wenn dadurch, dass der Ertrag ja sowieso schon geschmälert ist und dann die Qualität auch noch schlecht ist, das ist ein Riesenverlust. Dann potenziert sich halt auch der Verlust.
Die letzten Sommer waren sehr heiß. Ich erinnere mich gut. Doch Gemballa muss auf noch mehr achten, sagt er. Neben der Natur sind für ihn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, also Gesetze und Verordnungen, genauso entscheidend für sein Überleben wie das Wetter. Als Landwirt muss er auch hier die richtigen Antworten finden. Dieses Feld hat Gemballa dafür verwildern lassen. Ein Forschungsprojekt zusammen mit dem Naturschutzbund Deutschland. Das riecht schon so. Das Fenchel? Ja, ne, kann genau, heute Fenchel, Fencheltee kochen. Dann riecht es sofort, ja. Hier wird im Prinzip wissenschaftlich untersucht, mit welchen Maßnahmen wir einen positiven Einfluss in intensiv genutzten Agrarlandschaftsräumen auf Biodiversität nehmen können. Aha. Und hier wird eben verglichen, wie in Anbetracht des angrenzenden Maisanbaus zum Beispiel wir doch positive Ergebnisse auf Braunkehlchen, Feldhasen, Kiebitze, Wildbienen, Hummeln und so weiter und so fort Einfluss nehmen. Und es ist ja klar, wir haben Probleme mit der Biodiversität, mit der Artenvielfalt und wir müssen was machen. Was sind denn die Probleme? Ja, wir haben natürlich einen Artenrückgang schon da. Ist doch klar, da wo ich mein täglich Brot erwirtschafte, auf einem Hektar Weizen oder Raps, dort hat es natürlich eine blühende Pflanze relativ schwierig, weil das ist für uns als Landwirte in dem Falle ein Nahrungskonkurrent. Ja. Ja. Und wir wollen natürlich ressourcenschonend Weizen anbauen. Und das ist natürlich dann wiederum störend für bestimmte Arten, die in der Landschaft gelebt haben, aber die natürlich nicht im Weizenfeld leben. Ja. Und dieses wissenschaftliche Projekt ist explizit dafür da und ermittelt im Moment Grundlagen, die dann in die Praxis der landwirtschaftlichen Betriebe implementiert werden sollen, unter dem Gesichtspunkt der Betrachtung der Kosten. Du hast ja mittlerweile mitbekommen, wie eng die Kasse ist in den landwirtschaftlichen Unternehmen, auch bei uns. Und da stellt sich letztendlich die Frage, wie wird dies finanziert? Mhm. Und bei uns Landwirten kann man nicht alle Aufgaben, die die Gesellschaft sich stellt, abladen und wir sollen das dann erfüllen. Das gibt der Markt derzeit leider nicht her. Ich glaube, dass der Otto Normalverbraucher in Anführungszeichen das eben alles nicht weiß. Aber ich weiß es jetzt. Zumindest habe ich es von Gemballa gehört. Es geht ums Geld. Artenschutz kostet und der Weltmarkt will für unseren Naturschutz hier in Deutschland nicht bezahlen. Vielleicht ist aber der Weltmarkt der falsche Weg. Biolandwirtschaft, die regionale Produkte produziert und lokal vermarktet. Ist das nicht die Lösung für Gemballas Dilemma? Warum hast du dich für diese Art und nicht für Biokulturen entschieden? Ja. Was sind deine Beweggründe gewesen? Letztendlich müssen wir ein Produkt anbauen, welches wir am Markt verkaufen können und wollen. Und bisher ist es so, dass der Markt für biologische Produkte ein durchaus begrenzter ist. Wenn wir jetzt in Europa alle auf Ökolandbau umstellen würden, dann würden wir natürlich nur noch circa halb so viel an Lebensmitteln ernten von der Fläche. Mhm. Das heißt, es steht die Frage, wo kommen die Lebensmittel dann her? Mein Besuch bei Marco Gemballa geht zu Ende. Ich habe einen aufrichtigen, ernsthaften Mann getroffen, der in Deutschland einen Beitrag zur weltweiten Produktion von Lebensmitteln leistet. Seine Zahlen klingen für mich unglaublich. Der halbe Ertrag an zum Beispiel Weizen pro Hektar ist für die Welternährung verloren, sobald Bauern auf Bio umsteigen? Um trotzdem dieselbe Menge zu produzieren, braucht man also die doppelte Fläche? Aber woher sollen diese zusätzlichen Flächen eigentlich kommen? In Deutschland oder auf der Welt? Der Biolandhof Kreppold. Keine 20 Kilometer von den Toren Augsburgs auf dem Filpersberg gelegen. Einer von den Einödhöfen, die hier rund um Siedenbach verstreut sind. Stefan Kreppold bewirtschaftet hier seit den 80er Jahren 78 Hektar Ackerland und 22 Hektar Grünland. Schwerpunkt ist Backgetreide wie Weizen, Roggen, Dinkel und Hafer. Die Vermarktung erfolgt über regionale Mühlen, Bäckereien und den Hofladen. Idylle pur. Statt Chemie zur Unkrautbekämpfung setzt man hier auf mechanische Lösungen. Und Unkraut heißt auch nicht Unkraut, lerne ich vom Bauer Kreppold. Das sind jetzt die Geräte, die jetzt tagtäglich benutzt werden. So ist es. Die drei Geräte verwenden wir ausschließlich für die mechanische
Beikrautregulierung. Unkraut zu sagen, verbietet sich bei uns. Okay. Also, achso, warum Unkraut? Warum sagt man, weil jedes Pflänzchen im Kreislauf einer intakten Natur eine Bedeutung hat. Eine Berechtigung hat. In jedem Fall. Ja, genau. Also das wäre ein Schimpfwort. Ja, okay, zumindest im Biobauernkreisen verwendet man meistens, wenn man nicht gerade drüber stolpert, das Wort Beikraut. Beikraut. Klar, mit dieser Wertschätzung für die Konkurrenzpflanzen verliert Kreppold einiges an Ertrag auf seiner Fläche. Doch Effizienz ist bei ihm nicht so wichtig, weil er als Biolandwirt seine Kunden nicht auf der ganzen Welt, sondern direkt vor der Tür hat. Für ihn ist Landwirtschaft Kultur und dies versucht er auch in seinen Kunstwerken zu verarbeiten. Was ihm hilft, ist der bayerische Staat, der ihm kräftig unter die Arme greift, wie er mir verrät. Dass eine konventionelle Wirtschaftsweise intensiver ist und mehr Ertrag bringt, das ist richtig. Ja. Und der Ertrag wird halt erkauft durch den Einsatz von Düngemitteln, Zukaufdüngemitteln und dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Biobauer muss sich natürlich verstärkt Gedanken machen, mit welchen Anbaumethoden, Bewirtschaftungsmethoden, Bodenbearbeitung, Kulturenpflege, Fruchtfolge, eher wassersparend wirtschaften kann. Eine ganz neue Herausforderung, die jetzt in den letzten 5, 6, 8 Jahren ganz aktuell wird. Bekommt ihr denn auch Unterstützung oder Subventionen, sage ich mal, vom Staat? Wie ist denn das hier? Da muss man schon korrekterweise sagen, dass wir auch in Bayern hier in befriedigendem Umfang eine zusätzliche Förderung für die Beibehaltung des Ökolandbaus pro Jahr erleben. Das sind so Kulturlandschaftsprogramme in allen Bundesländern eigentlich, bloß mit unterschiedlichen Prämienhöhen. Ja. Und da kann man in Bayern sagen, dass ein Biobauer pro Jahr und Hektar seiner Fläche 270 Euro bekommt, aufgesattelt auf die Direktzahlungen der EU, welche ja jeder Landwirt bekommt. Ja. Insofern ist es auch so, dass die öffentlichen Zuwendungen, die ein Ökolandwirt heute erhält, ca. 50% seines gesamten Einnahmenbestands ausmachen. Was Kreppold mir so locker erzählt, bringt mein Weltbild ins Wanken. Ein Kilo Getreide für Biobrot wird zur Hälfte von Steuergeldern finanziert. Und obwohl diese Produkte selbst im wohlhabenden Deutschland heute für einige Menschen kaum bezahlbar sind, sieht Kreppold darin kein Problem. Bio ist für ihn der Weg der Zukunft. Die Menschen müssen seiner Ansicht nach nur ihre Ernährung umstellen. Ich bin der Meinung, dieser Öko-Einkaufskorb, der ist deswegen so teuer, bei Beibehaltung der derzeitigen Verzehrsgewohnheit. Das heißt, wir essen in Deutschland 60 Kilogramm Fleisch. Ja, ja, ja. Und jeder weiß, dass die Preise für Ökofleisch gerade bei Schwein und Geflügel 100-300% höher sind. Richtig. Jetzt wenn man aber den Einkaufskorb in der Tendenz mehr mit Produkten, mit pflanzlichen Produkten füllt, würde sich dieser Mehraufwand ganz erheblich verringern. Aber trotzdem, wir können ja den Menschen nicht vorschreiben, was er zu essen. Aber das nur dazu gesagt. Wobei ich denke, dass dieser unselige Fleischverzehr langfristig sowieso nicht haltbar sein wird, weil das die Erde nicht hergibt. Wir haben auf 60% der Landnutzungsfläche bauen wir Futter für die Schweine und für die Rinder und fürs Geflügel, wissend, dass das eine Kalorienverschwendung von 1:3 oder 1:10 ist. Und von daher muss tatsächlich auch in den entwickelten Ländern muss die Debatte stattfinden zu einer Veränderung im Ernährungsverhalten. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und viele andere weisen darauf hin, dass die Halbierung des Fleischverzehrs, also 30 Kilogramm, ganz dringend notwendig ist. Eine ganze große gesellschaftliche Debatte, die hier geführt werden muss. Ich verlasse den Süden Deutschlands und den Biobauern Kreppold mit vielen neuen Eindrücken und auch Fragen. Was ist von seinem Ansatz zu halten, dass das Problem der Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung mit nachhaltigen Lebensmitteln durch eine Umstellung der Ernährung zu lösen wäre? Ich recherchiere im Netz und stoße auf eine Gruppe Wissenschaftler, einer von ihnen aus Oxford. In der Mitte Südenglands, an einer der besten und auch prestigeträchtigsten Universitäten der Welt, haben sie tatsächlich neue Ernährungsregeln für die komplette Weltbevölkerung formuliert. Die Planetary Health Diet. Für ihr Regelwerk wurden neben der Gesundheit des Einzelnen auch die Natur und das Klima einbezogen. Wenn wir uns das Ernährungssystem anschauen, dann
kann man halt sehen, dass zurzeit ungefähr ein Drittel aller Treibhausgasemissionen durch das Ernährungsmittelsystem hervorgerufen wird. Und das ist noch recht wenig, wird wenig diskutiert. Also viele reden über das Energiesystem und dass wir unsere Kraftwerke genau und mehr erneuerbare Energien aufbauen. Aber auch wenn wir alle unsere Energieerzeuger umstellen würden, würden wir immer noch Emissionen durch das Ernährungssystem haben. Also wir haben uns überlegt, was ist eine Ernährungsweise, die praktisch jeder in der Welt haben könnte, die gleichzeitig gesund ist, aber auch so ist, dass der Ressourcenverbrauch innerhalb von planetären Grenzen wäre. Schon da sind wir darauf gestoßen, dass eine gesunde Ernährungsweise eine Ernährungsweise ist, die recht hoch in pflanzlichen Produkten ist, wo tierische Produkte nur ab und zu mal vorkommen können, aber nicht unbedingt müssen. Also nach dieser Ernährungsweise sollte man nicht mehr als einmal rotes Fleisch pro Woche essen. Und rotes Fleisch heißt halt Rindfleisch, Lamm oder Schweinefleisch. Nicht mehr als zweimal in der Woche Hühnchen und nicht mehr als zweimal in der Woche Fisch. Und dann zwei Tage in der Woche praktisch vegetarisch und vegan. Und wenn man vegetarisch ist, dann auch nicht mehr als ein Glas Milch am Tag oder ein bis zwei Stücke Käse. Und dann haben wir diese verschiedenen Ernährungsweisen genommen und geschaut, ja, was sind die Umwelteinflüsse von denen? Und dann festgestellt, dass ja, genau diese Ernährungsweisen, die recht gesund sind und auf Pflanzen praktisch basieren, die sind auch so, dass der Ressourcenverbrauch so eingedämmt wird, dass wir gerade so eben in planetären Grenzen bleiben, wenn wir auch noch technische Maßnahmen umsetzen und weniger Nahrungsmittel verschwenden. Ich verabschiede mich von dem Wissenschaftler Springmann mit dem Gefühl, es ist möglich, zumindest theoretisch. Der Klimawandel ebenso wie der Verbrauch von Land, Wasser und auch Biodiversität können gestoppt werden. Und gleichzeitig kann die Weltbevölkerung gesund ernährt werden. Dafür müssen wir es aber schaffen, die Essgewohnheiten von ein paar Milliarden Menschen grundlegend zu ändern, in möglichst wenigen Jahren. Ich frage mich, wie kann das gelingen? Und reise in die Schweiz. Genauer gesagt nach Zürich, zu Manuel Klarmann und seinem Team. Was bei eBay, Uber und Airbnb geklappt hat, die komplette Neugestaltung eines Lebensbereiches mit Hilfe einer App, soll dank Klarmann und seinem Team auch für nachhaltige Ernährung möglich sein. Ihre Eternity-App soll die Theorie zur richtigen Ernährung weltweit Realität werden lassen. In dieser App wurden die ökologischen Fußabdrücke aller existierenden Lebensmittel erfasst und ganz einfach zugänglich gemacht. Die Idee ist es prinzipiell, dass wir den präzistmöglichsten CO2-Fußabdruck für Lebensmittel bereitstellen. Für den Konsumenten, aber auch für Restaurants. Das heißt aber, dass der Koch in dem Restaurant natürlich dann auch letztendlich dann nachhaltige Menüs zubereitet. Genau. Ich kann das mal zeigen. Also das ist, hier habe ich es mal abgedruckt. Es ist möglich, dass der Koch hier einfach seine Zutaten auflisten kann, wie sie in dem Rezept drinstehen. Also Pullebrust, zwei Stück Rosmarin, zwei Zweige, Honig, Wasser, alles was drin ist. Mhm. Und dann wird im Hintergrund wird ermittelt, wenn der Ort nicht angegeben wird, wo das Essen herkommt, wird über die Importstatistiken gerechnet und dann werden die ganzen Routen ausgerechnet für dieses Essen, wie es verpackt wird, wie es verarbeitet wird, hat Saison, wurde dann Gewächshaus beheizt, musste dann Flugzeug fliegen, um das zu transportieren und dann wird das alles zusammenaddiert und am Schluss kommt eine CO2-Zahl bei raus. Ich bin beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der App. 170 Köche nutzen sie schon, sagt er. Ich habe hier die CO2-Bilanzen von unterschiedlichen Lebensmitteln. Okay. Was hast du heute gegessen? Nudeln. Gleichzeitig? Gleichzeitig. Alter Schwede. Das ist das Rindfleisch, aber es geht gerade weiter. Also hier hast du Brot, das ist ein Schwein. Ne? Und 0,9 und 15,4. Ja, ja. Also, wow. Das ist natürlich klar. Interessant, die Bananen sind noch relativ leicht. Ja, ist klar. Bananen auch. Käse, hier, bitteschön. Käse, so viel? Ja, ja. Das kommt natürlich von der Kuh, ne? Der Stein sei ins Rollen gebracht, sagt Klarmann. Mir kommt das Tempo ein wenig zu langsam vor für die Herausforderungen, vor denen wir Menschen stehen. Was, wenn das alles zu lange dauert? Wieder daheim rufe ich den Wissenschaftler Tim Searchinger an, Forscher an der Universität Princeton im Bundesstaat New Jersey. Er war der Hauptautor eines Berichtes des World Resources Institutes zur Zukunft der Ernährung der Weltbevölkerung im Jahre 2050, veröffentlicht unter anderem gemeinsam mit der Weltbank und den Vereinten Nationen. What would
Wie würde die Welt aussehen, wenn wir versuchen würden, alle Nahrungsmittel, die wir 2050 brauchen, mit unseren heutigen Bauernhöfen zu produzieren? Wir müssten den Ackerbau um 3 Milliarden Hektar Land erweitern. Wissen Sie, wie groß 3 Milliarden Hektar Land sind? Das entspricht ungefähr 4-mal der Fläche der USA. Was ist Ihr Vorschlag? Wie können wir die Menschen dazu bringen, ihre Verhaltensweisen zu ändern? Wenn es um persönliche Verhaltensmuster geht, haben wir sehr einfache Empfehlungen. Konsumieren Sie weniger Fleisch, und ich denke, das ist umsetzbar. Eine weitere Verhaltensänderung ist der Versuch, weniger Nahrungsmittel zu verschwenden. Aber die meisten Veränderungen müssen die Landwirte und die Politik eingehen. Die Landwirte und die Politik müssen ihren Einfluss ausüben, damit wir die Herausforderung bewältigen können, sagt er. Klingt einfach. Ich muss aber noch mal nachfragen, was er genau damit meint. Einer der Gründe, warum wir unseren Ertrag pro Hektar erhöhen können, ist der wissenschaftliche Fortschritt im Bereich der Saatgutforschung. Das ist seit sehr langer Zeit entscheidend. Doch besonders entscheidend wurde es in den letzten 50 Jahren. Jetzt müssen wir weiter daran arbeiten und es noch besser machen. Eine unserer großen Chancen ist außerdem, dass wir große Fortschritte in der Molekularbiologie machen konnten. Das bedeutet, dass wir noch mehr Geld in die Erforschung unserer Ernten investieren müssen. Wir haben eine große Chance, aber eine noch größere Notwendigkeit. Die Gentechnik soll es also richten. Ich habe dazu wohl eine ähnliche Meinung wie viele. Ich möchte mich damit am liebsten gar nicht beschäftigen müssen. Dabei sehe ich durchaus, dass sie Vorteile haben kann, aber ich fühle mich nicht richtig wohl damit. Vielleicht auch durch die Berichterstattung, die kein gutes Haar an dieser Technologie lässt. Und so treffe ich in Monheim im Rheinland Liam Condon. Er ist im Vorstand der Bayer AG verantwortlich für das Agrargeschäft, dem Weltmarktführer dank Gentechnik. Das größte Problem ist in der Tat, wir werden mehr Nahrungsmittel erzeugen müssen, aber wir haben nur begrenzte natürliche Ressourcen. Und die große Frage ist, wie werden wir noch mehr produzieren, ohne dass wir die Umwelt, ohne dass wir den Planeten belasten. Ja. Das ist für mich die allergrößte Herausforderung, die wir haben. Ja. Habt ihr denn da schon konkreten Plan, wie das möglich ist? Schon, also wir glauben fest daran, dass es möglich ist, eine Bevölkerung von zum Beispiel 10 Milliarden Menschen mit der heute vorhandenen Agrarfläche zu ernähren. Das geht. Wir glauben, dass das gehen wird, aber es geht nicht mit der Landwirtschaft von heute. Das geht mit der Landwirtschaft von morgen. Die von heute ist zu ressourcenintensiv. Mhm. Also meiner Meinung nach nutzen wir zu viel Land, zu viel Düngemittel, zu viel Pestizide, zu viel Wasser. Und das müssen wir begrenzen. Bayer will 30% nachhaltiger werden, erzählt er mir. Dafür investieren sie in modernste Technologien und verschiedene Ansätze, biologische Methoden, effiziente Chemie und Gentechnik immer dort, wo es aus ihrer Sicht Sinn macht. Hier geht es um die Insektenforschung, also um Schädlingsforschung. Und das ist mit das Neueste, was es überhaupt auf dem Forschungsgebiet gibt, so ein Labor. Da können wir jede Region der Welt simulieren, von den Klimaverhältnissen her. Jede Region der Welt? Und dementsprechend kann man jede Pflanze quasi hier züchten. Und dann schauen wir, was es für Schädlinge gegen diese Pflanze gibt. Und probieren dann unterschiedliche Stoffe aus, um zu sehen, was funktioniert nur gegen dieses eine Schädling, aber der Pflanze nicht schadet und anderen Insekten nicht schadet. Das ist so ein bisschen das Ziel der Forschung, die hier gemacht wird. Und das ist jetzt dein persönliches Ziel, also die größte Herausforderung für dich und für Bayer in dem Fall? Also für uns geht es letztendlich darum, die Landwirtschaft besser zu machen, nachhaltiger zu machen. Das können wir ganz sicher nicht alleine machen, aber wir können einen erheblichen Beitrag dazu machen. Persönlich glaube ich, da wird heute viel zu viel polarisiert. Es gibt entweder nur Bio ist gut oder nur konventionell oder nur Biotech, GMO. De facto, glaube ich, können all diese Systeme was voneinander lernen. Wir müssen zusammen ein neues, besseres System kreieren. Und all die Systeme, die heute existieren, die sind noch nicht optimal. Da müssen wir hinkommen. Dafür sei auch die Digitalisierung enorm wichtig, erklärt er mir. Doch was die Digitalisierung in der Landwirtschaft konkret bedeutet, möchte ich genauer von ihm wissen. Bei
der Digitalisierung geht es eigentlich darum, es ist die Datenverarbeitung. Auf dem Land gibt es wahnsinnig viele Quellen von Daten. Zum Beispiel durch Satellitenbilder können wir mittlerweile erkennen, wenn ein Teil von einem Feld mit einer Krankheit befallen wird. Da kann man eine Empfehlung aussprechen, da musst du hin, da musst du spritzen, aber nur da, nur ganz gezielt. Und du musst nicht dann das ganze Feld bespritzen. Und das ist, ich sag mal, ein schönes Beispiel, wie die Digitalisierung auch bei der Nachhaltigkeit hilft. Ich verabschiede mich von Liam und bin überrascht, dass er nicht mehr Werbung für eine Technologie gemacht hat. Viel bedeutsamer für die Entscheidung in Monheim scheint die Datenlage und die gesellschaftliche Akzeptanz. Akzeptanz und Vorstellungen der Gesellschaft, was die Landwirtschaft liefern soll, wird letztendlich festgehalten in der Politik. Ich reise nach Osnabrück und treffe Rainer Spiering, agrarpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Die Rolle der Politik zum Thema Ernährung und Landwirtschaft ist für ihn eine globale. Man kann durch Regulatorik wirklich erzeugen, dass Veränderungsprozesse da sind. Also wir wollen das Wasser wieder sauberer kriegen, wir wollen die Luft wieder sauberer kriegen und wir wollen aus Boden ein Gut machen, das den nächsten Generationen auch Nahrung gibt. Ja. Nur dazu brauchen wir gesetzliche Veränderungen, die sind jetzt tatsächlich unterwegs. Und zwar mit sehr einschneidenden Wirkungen. Aber Sie können das Problem, Sie müssen es ja eigentlich weltweit lösen. Nicht eigentlich, Sie müssen es weltweit lösen. Ja, dazu brauchen Sie einen starken Spieler. Der starke Spieler kann nur Europa sein. Nur. Und dann bitte mit einer Stimme. Bitte mit einer Stimme. Die großen Herausforderungen sind laut Spiering lösbar durch den Einsatz von moderner Technologie. Mein Vorhaben ist, das wird aber von meiner Fraktion massiv unterstützt, dass wir eine digitale Plattform Landwirtschaft in Deutschland kriegen, die aber europaweit wirksam ist. Ja. Und dann kommen die ganzen modernen Techniken, die wir haben, die wir jetzt auch am Wickeln sind. Deutschland stellt, glaube ich, mit die modernste Landmaschinentechnik der Welt. Und dann kann man einfach in diesem Zusammenspiel der Kräfte Boden schützen, Wasser schützen, Luft schützen und gute bezahlte Arbeitsplätze generieren. Ich verlasse Osnabrück, die letzte Station meiner Reise. Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen durfte ich kennenlernen, die eines gemeinsam haben. Der Schutz der Natur, des Klimas, der Biodiversität und die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung hat höchste Priorität. Und trotzdem kann keiner von ihnen die Herausforderungen der Ernährung unserer wachsenden Weltbevölkerung alleine lösen. Das Ganze scheint einfach zu komplex. Bei mir hat die Reise Spuren hinterlassen. Vor allem Wertschätzung für die gute Nahrung, die wir im Alltag so selbstverständlich zu uns nehmen. Ich bin mir sicher, meine Familie und ich werden nun weniger und bewusster konsumieren. Denn dies ist ein Beitrag, der sofort hilft, die Natur zu entlasten. Eine Frage bleibt noch nach all dem. Bin ich vielleicht eine ganz seltene Ausnahme, weil ich ohne Vorbehalte mit diesen unterschiedlichen Menschen gesprochen habe? Wäre es nicht schon ein großer Schritt in die richtige Richtung, wenn dies öfter geschehe? Fragen, die sich vielleicht auch nur der Schauspieler Hardy Krüger Jr. nach dieser Reise stellt.